Einen schönen Mittwoch und willkommen zur Hessenschau. Schön, dass Sie mit dabei sind. Im März hat ein Video aus einer Flüchtlingsunterkunft in Kassel bundesweit für Empörung gesorgt. Darauf zu sehen ist, wie ein Sanitäter offenbar mit der Faust gegen den Kopf eines Geflüchteten schlägt, der auf einer Trage fixiert ist. Der Sanitäter wurde entlassen, Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet. Doch jetzt die überraschende Wende. Ein Sanitäter, der einen wehrlosen Patienten schlägt, der vorher randaliert hat. Das haben wohl alle so gesehen, auch wir. Die Staatsanwaltschaft Kassel aber hat das Bundeskriminalamt beauftragt, die Bilder genau zu analysieren. Ergebnis? Das ausgewertete Videomaterial gibt den genauen Treffer des Schlages nicht wieder. Die vom Bundeskriminalamt gefertigten Einzelbilder begründen indes berechtigte Zweifel daran, dass der in Rede stehende Schlag den 33-Jährigen im Gesicht traf. Der 45-jährige Notfallsanitäter beim Arbeiter-Samariter-Bund in Kassel hatte das auch stets behauptet. Trotzdem wurde ihm fristlos gekündigt. Das sei auch weiterhin gerechtfertigt, erklärt der Geschäftsführer des ASB Hessen heute. Der Vorgang ist eine krasse Verletzung unserer Werte wie Hilfsbereitschaft, Toleranz, Zuverlässigkeit, Vertrauen wurde verletzt. Deswegen stehen wir zu dieser Entscheidung. Im Video zu sehen sind auch zwei Polizisten, die tatenlos zuschauen. Auch gegen sie wurde ermittelt, auch hier hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt. Denn es habe ja auch keine Straftat vorgelegen. Trotzdem läuft weiter ein Disziplinarverfahren gegen die Beamten, so die Polizei Nordhessen. Für die Gewerkschaft der Polizei nicht nachvollziehbar. Es handelt sich um zwei sehr junge Kollegen, die ganz wenig Diensterfahrung hatten und die in diesem Moment mit dieser Situation etwas überfordert waren, die aber sehr wohl im Nachgang die Personalien festgestellt haben und auch alles im Vermerk festgehalten haben. Da wurde von Anfang an nichts vertuscht. Trotzdem aber ist die Geschichte nicht beendet. Nun prüft der Anwalt des Sanitäters rechtliche Schritte.